Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander-Krieger. Heute Team Deathmatch auf der Map Terminal. Das Ganze mit Infinite Warfare-Style. Und das ganze Gameplay stammt vom Olympingu. Der hat mir das Gameplay eingesendet. Link zu dem Kollegen findet ihr in der Videobeschreibung. Hier ist eine Klasse, die KBS Longbow Stasis mit einem Pistölchen hat er in den Koffer eingepackt. Dazu als Aufsätze Verfolgungschip, den Griff und die Magazinerweiterung. Ohne Schnellziehen spielt der Kollege. Und er hat nur die Drohne mit dabei. Und das, was ich heute hier in diesem Video euch in die Öhrchen massiere, ist lediglich meine persönliche Meinung. Und mich interessiert eure Meinung. Also ich würde euch bitten, euch jetzt mal hinzusetzen, ganz entspannt. Gönnt euch dieses Commentary, lasst euch mal so ein bisschen von dem, was ich erzähle, leiten. Lasst euch mal, versetzt euch mal so in meine Lage, visualisiert das Ganze mal. Und dann, wenn das Ding hier vorbei ist, nach 7 Minuten, 7 Minuten 30, dann schreibt mir doch mal bitte eure Meinung in die Kommentare. Weil mich interessiert mal wirklich, wie ihr darüber denkt. So. Erstens, ich fange an, nochmal zu sagen, das ist meine persönliche Meinung und ich möchte niemanden beeinflussen oder ähnliches. Es ist einfach nur, wie dieses gesamte Setting auf mich wirkt. Aber bevor ich dazu komme, muss ich erstmal ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich ja in meinem Vlog von der Straße darüber gesprochen, dass jedes Spiel so einen gewissen Wert hat für jemanden. Das heißt, es hat damit zu tun, wie viel Spielzeit man für ein Spiel investiert, wie lange man bei einem Spiel Zeit investiert. Und dadurch kann man sich so ein bisschen den Nutzen ausrechnen. Ich möchte jetzt dafür da nicht zu weit ausholen. Könnt ihr euch nochmal anschauen. Link zu dem Video ist auch in der Videobeschreibung. Und ich habe mir jetzt ein paar Videos, ein paar Szenen zu Infinite Warfare angeschaut. Und auch wenn ich jetzt die Map Terminal sehe, die Map Terminal Modern Warfare 2 Style war für mich eine Map, die ich fand sie jetzt nicht super, muss ich dazu sagen. Ich weiß, es gibt viele Leute, die sie gefeiert haben, endlos mäßig. Ich fand sie schön. Sie gehörte dazu. Aber es gab für mich coolere Maps. Favela beispielsweise oder Afghan fand ich wesentlich cooler, wesentlich stylischer. Aber okay, ich weiß, dass diese Map bei der Community enorm beliebt war. So, aber darum soll es gar nicht gehen. Mir geht es darum, dass ich mit diesem ganzen farblichen Setting alleine schon nichts anfangen kann. Hinzu kommt diese Roboter und dieses ganze Rumboosten. Ich muss sagen, okay, ich habe diese Boost-Jumps habe ich bei Black Ops 3 akzeptiert und ich habe Black Ops 3 auch dadurch lieben gelernt. Für mich war Black Ops 3 das bisher beste COD. Aber wenn ich dieses komplette Setting sehe, dieses rosa Schiffchen, diese blauen Räumchen und alles mögliche, ich kann hier grün, hier rosa, dann hier jetzt so neongrün, hier wieder rosa, dann da vorne irgendwie hellblau. Ich kann mit dem ganzen Zeug irgendwie nicht wirklich was anfangen. Das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist für mich, ich kann es wirklich schlecht beschreiben. Ich kann nur sagen, dass mich dieses komplette Setting nicht anspricht. Ich weiß, es gibt YouTuber, die feiern das Ganze und das ist auch okay so. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, dass mich dieses Spiel nicht abholt. Es holt mich nicht ab, es begeistert mich nicht. Es ist das erste Mal seit Black Ops 1, dass ich mich wirklich nicht auf ein COD freue. Dass ich hier zu Hause sitze und sage, okay, alles klar, da kommt ein neues COD. Gut, alles klar. Schön, können die anderen spielen, juckt mich nicht. Ich weiß noch nicht, wie es bei Modern Warfare 1 ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich wesentlich mehr auf Modern Warfare 1, aber beziehungsweise Modern Warfare Remastered. Aber das lassen wir mal, das ist ein anderes Kapitel. Da wird sicherlich die Tage nochmal was zu kommen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Infinite Warfare. Gut, es ist ein Sniper-Gameplay. Ich war nie der große Freund vom Snipen. Brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Aber ich fand das Gameplay wirklich sehr ansprechend, weil man wirklich sehr viel auch von der Map sieht. Man sieht sehr viel von dem Movement. Der Kollege bewegt sich recht ordentlich, gammelt nie irgendwie rum. Und wenn ich hier diesen Roboter sehe, hier, der sich hier links hier durchbewegt, dann hochgeht irgendwie, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Es holt mich nicht ab. Es ist für mich, ich nenne es mal steril. Ich glaube, steril ist für mich das Wort, was dieses Ganze hier am besten beschreibt. Es hat für mich kein Charisma. Es ist für mich kalt. Und es tut mir leid, das wirklich so sagen zu müssen, weil ich sehr, mein Kanal hat damals auf COD aufgebaut und sowas sagen zu müssen irgendwie, ist schon in einer gewissen Art und Weise schade. Aber wenn ich momentan so in mein Spiel
Repertoire schaue, was sehe ich dort? Ich sehe dort FIFA, ganz weit vorne. Das ist das Spiel, was mir momentan auch mit am meisten Spaß macht. Dann kommt Battlefield. Das ist so, so lala. Da, wie gesagt, habe ich ja auch ein Fazitvideo zu gemacht. Jetzt kommt dieses Spiel hier. Und ich hänge so ein bisschen, ja, ich kann mit diesem Spiel hier so nicht anfangen. Vielleicht werde ich es irgendwann mal spielen. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Einfach aus der Position heraus, dass ich halt YouTuber bin und dass ich halt dem Spiel schon eine Chance gebe. Aber bisher eine wirkliche Freude, ne. Also eine Freude könnt ihr definitiv von meiner Seite aus nicht erwarten. Das ist so, ich akzeptiere, dass dieses Spiel da ist, aber ich glaube, das wird für mich ein ziemlich durstiges Jahr, wenn Modern Warfare 1 den Drops nicht irgendwie rausholt. Die Waffen fühlen sich für mich sehr kalt an, irgendwie. Man hatte früher Waffen mit wie ich finde, mit mehr Charme irgendwie. Man konnte mit den Waffen auch was anfangen. Und das, dieses Fantasy-Gespuchse, das habe ich noch bei BO3 habe ich dann noch irgendwie akzeptiert. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, und das ist auch die Überschrift von dem Video, ich distanziere mich. Ob das gut ist oder schlecht, weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Ich werde sicherlich Gast-Gameplays zeigen, gar keine Frage. Auch weil es sicherlich einige von euch interessiert, das zu sehen. Ich habe auch kein Problem, das hier zu kommentieren. Ich boykottiere es jetzt nicht. Also ich bin ja kein Feind jetzt von dem Spiel. Aber ich sage einfach nur, mein Interesse hat dieses Spiel mit dem, was ich bisher gesehen habe, überhaupt nicht geweckt. Und ich habe mir ein paar Sachen angeschaut, aber ne, hat mich nicht abgeholt. Und ich würde jetzt mal gerne eure Meinung wissen. Ihr braucht mir nichts nachlabern oder ähnliches oder von anderen. Ich möchte wirklich eure ehrliche Meinung wissen. Schreibt mir bitte in die Kommentare erstmal, ich finde es gut, ich finde es schlecht. Also erstmal eure Gesamtidee, wie ihr dazu steht. Würde mich mal wirklich interessieren. Schreibt es mir mal rein. 37:2? Ne, 32:7 ist das Gameplay ausgegangen. Vielen Dank an Olymp. Ich bin raus. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal. Euer Commander. Tschüss.